Grüß Gott, mein Name ist Pater Rolf Hermann Ling, ich bin römisch-katholischer Priester, sogenannter Sedisvakantist. Wir haben heute den 19. August 2017. Thema des heutigen Videos ist Fitnesstest mit Liegestützen. Anlass für dieses heutige Video ist die Tatsache, dass ich heute 50 Jahre alt geworden bin. Ich bin am 19. August 1967 geboren und als Kontrolle für meinen Fitnesszustand habe ich daneben mal diesen Push-Up-Test gemacht, also den Fitness-Test mit Liegestützen. Den schauen wir uns jetzt erstmal an. Also das waren jetzt 43 Liegestütze. Zu diesem Fitness-Test kurz. Der geht also zurück auf eine Untersuchung aus dem Jahre 1999 oder eine Publikation aus dem Jahre 1999. Und da wurden so verschiedene Einteilungen gemacht, wie viele Liegestütze man innerhalb einer Minute schaffen soll und dann jeweils unterteilten verschiedene Altersklassen für ein bestimmtes Ergebnis. Wie gesagt, ich bin jetzt 50 und bei 43 Wiederholungen ist das ein Ergebnis von 93% und ein Leistungsindex von exzellent oder sehr gut, also das Beste. Also alles über 35, bis 35 wäre noch gut, alles über 35 Liegestütze pro Minute wäre bei einem männlichen Erwachsenen von 50 Jahren halt schon die beste Stufe. Und die durchschnittliche Leistung bei der Bevölkerung in diesem Alter, also bei Männern von 50 Jahren, wäre 21 Liegestütze pro Minute. Nun gut, man soll das vielleicht auch nicht überbewerten, aber ist eine grobe Möglichkeit, um so ein bisschen seinen Fitnesszustand einzuschätzen. Kurz noch etwas zu meinem Training. Ich habe ja schon einige Videos gemacht und auch einige Texte zum Thema veröffentlicht, sprich Ernährung, ganz grundlegend Ernährung, aber dann eben auch bestimmte Übungen. Ich will jetzt nicht alles wiederholen, aber ich möchte vor allem auf eine Übung hinweisen, zumal man ja auch bedenken muss, ich mache praktisch nie Liegestütze, aber mit der Übung oder mit den Übungen, mit denen ich normalerweise mich trainiere, mit denen war es also möglich, ein exzellentes Ergebnis zu erzielen. Was braucht man? Also vor allem interessant vielleicht für Leute, die wenig oder gar keinen Sport machen und jetzt vielleicht auf die Idee kommen, doch nicht so schlecht, ein bisschen Sport zu machen. Meine beiden Favoriten. Dafür braucht man eigentlich nur einen Satz Hanteln, vielleicht eine Zwischenstufe, bevor man eben zu der Höchststufe, bei Männern würde ich sagen 5 Kilo, bei Frauen vielleicht 2 Kilo, höchstens 3 Kilo geht. Also bei Männern dann eben als Zwischenstufe vielleicht 2 Kilo, bei Frauen als Zwischenstufe 1 Kilo und für völlige Anfänger erstmal gar keine Hanteln. Ich zeige es jetzt erstmal mit Hanteln. Wie gesagt, zwei Übungen und man braucht eigentlich nur dabei zu stehen.
Und bei der ersten Übung hebt man die Hanteln abwechselnd und geht dabei immer etwas in die Knie, also so. Etwa wie beim Skifahren. Und bei der zweiten Übung steht man ganz genauso, nur geht man zuerst etwas in die Knie, ein bisschen, und dann beim Hochheben geht man auch mit den Beinen wieder nach oben. Also streckt man wieder die Beine durch. Das sind meine wesentlichen Übungen. Also die mache ich 6-mal die Woche, jeden Morgen etwa 20 Minuten. Gut, das variiere ich so ein bisschen, welche von den beiden Übungen ich wie häufig mache. Aber jedenfalls, das Pensum ist dann bis zu 20 Minuten und dann ist auch gut. Wer anfängt mit Sport, wie gesagt, erstmal möglichst gar keine Hanteln oder ganz geringe Gewichte. Und dann natürlich auch nicht 20 Minuten und auch je nachdem, welche Übung mehr belastend ist, schauen, was man besser kann, was man besser verträgt. Nämlich, das belastet auch schon, also auch wenn das jetzt sehr einfach aussieht, das ist schon anstrengend. Gut, das ist nur ein Gedanke, vielleicht kommen auch manche Leute mit Liegestützen besser zurecht, ich nicht. Aber mit der Übung ist es eben möglich, einigermaßen fit zu bleiben. Und genau darauf kommt es an. Und deswegen mache ich auch als Priester diese Übungen und schreibe diese Texte zu Themen Ernährung, Sport. Weil das eben für das seelisch-geistige, geistliche Leben durchaus förderlich sein kann. Und für manche Menschen das eben zumindest eine Empfehlung wert ist, vielleicht sogar eine sittliche Pflicht, sich auch mit Sport etwas zu betätigen und damit den Aufgaben des Alltags gewachsen zu sein.